Gott, ich habe es getan. Ich habe mir eine Kamera bestellt. Ich habe in einem meiner letzten Vlogs, also ich habe nur zwei gedreht, aber in dem letzten Vlog, glaube ich, habe ich darüber gesprochen, dass ich gerne eine neue Kamera hätte. Und zwar hätte ich gerne eine Kamera, die ein bisschen kleiner ist, also schön handlich, damit man sie gut zum Vloggen benutzen kann, aber auch eine, die einen schönen Look hat, damit ich sie eben auch für meine normalen Videos verwenden kann. Also ich hatte ja von der geringen Tiefenschärfe gesprochen, also Vordergrund ist scharf, Hintergrund ist unscharf. Dann habe ich durch Zufall auf YouTube ein Video von iJustine gesehen, die habe ich schon ganz lange abonniert. Und sie hat ein Video gemacht mit dem Titel Best Vlogging Camera Ever oder irgendwie sowas. Und ja, dann habe ich mir das angeguckt und sie hat halt eine Kamera verwendet, in die ich mich direkt verliebt habe. Und ich habe ganz viele Videos angeguckt über Kameras, habe ganz viele Vergleiche gemacht und habe ganz viele Videos angeguckt, wie diese Kamera ist, ob die gut ist, bla bla bla. Und ja, dann bin ich irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass das für mich die richtige Kamera ist und dass ich sie bestellen möchte. Und das habe ich dann auch getan. Es handelt sich um eine Kamera von Canon und zwar ist das die G7X. Ich habe es irgendwie im Kopf immer als G7X, weil ich so viele amerikanische Videos geguckt habe. Und da wird es eben G7X ausgesprochen und G7X klingt irgendwie auch nicht so cool wie G7X, finde ich. Egal, auf jeden Fall ist das die Kamera, für die ich mich entschieden habe. Und das Beste an der ganzen Sache ist, dass die gestern gekommen ist. Oh. Sie kam gestern an. Ich hätte sie am liebsten direkt schon ausgepackt, aber ich dachte mir, nein, du wartest jetzt, bis du das Video drehst. Und das Video drehe ich jetzt und deswegen packe ich sie jetzt aus. Und so sieht das Ganze auf den ersten Blick aus. Und zwar habe ich mir dazu, das war jetzt nicht dabei, nicht bei der Canon dabei, noch so eine Tasche hier gekauft. So, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die aus Leder ist. Auf jeden Fall ist die auch von Canon. Die Bezeichnung ist DCC 1870 für eben genau die Kamera, für die PowerShot G7X. Ja. Und das Teil hat, ich glaube, 35 Euro gekostet. Ja, könnte echtes Leder sein. Okay, man macht sie hier so auf. Da ist dann noch so ein Band drin. Und da kann man eben die Kamera reinschieben und das ist so ein Objektivschutz. Die hat dann noch so zwei Druckknöpfe, man kann sie sich so cool umhängen, ja. Ganz interessant. Kommen wir zum Hauptteil dieses Unboxing-Videos. Hier ist sie drin, die Canon. Einmal ist da so ein Papierkrams drin irgendwie. Keine Ahnung, was das ist. Nicht interessant für uns. Dann ist da, glaube ich, das Handbuch drin, die Anleitung. So, ich glaube, hier ist die Kamera drin und was da hinten drin ist, keine Ahnung. Einmal ist hier ein Akku drin. Das ist so ein externer Akku, den man da reinstecken kann. Das ist, glaube ich, der NB13L, ist ja auch wurscht. Und dann ist hier noch so ein Band, was man an die Kamera dran machen kann, damit sie nicht so schnell runterfällt, beziehungsweise man sie dann auffangen kann. In diesem Paket hier hinten ist einmal das Akkuladegerät und das Akkuladegerätkabel. Und dann ist da natürlich noch die Kamera. Oh mein Gott, sie ist voll schwer. Aber nicht zu schwer, also ist schon gut, ne? Dann wackelt es nicht so rum, wenn man filmt. Die ist nochmal so eingewickelt in so ein Papier hier. Und da ist sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schön, ne? Schickes Teil auf jeden Fall. So sieht sie von vorne aus. So sieht sie von hinten aus. Also, das ist eine Kompaktkamera. Sie hat eben einen größeren
Sensor als andere Kompaktkameras. Das heißt, der Sensor ist 1 Zoll groß. Das wiederum heißt, dass man eben diese geringe Tiefenschärfe erzeugen kann damit. Was bei der auch ganz gut ist, dass die, trotzdem man vielleicht wenig Licht zur Verfügung hat, trotzdem ein gutes, helles Bild und ein scharfes Bild erzeugen kann. Und ich mag einfach diesen Look von dieser Kamera. Also wie gesagt, ich habe das ja auch schon mit einer Sony verglichen. Und bei manchen Aufnahmen gefiel mir das einfach irgendwie besser, weil es war nicht so flach irgendwie so vom Bild her, sondern war so ein bisschen mehr Spannung drin. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Man kann damit Weitwinkelaufnahmen machen, aber auch Teleaufnahmen. Das ist, glaube ich, ein Objektiv 24 bis 100 mm. Und ja, was ich halt noch cool finde, ist, dass man hier diesen Display so hochklappen kann. Und man sich dann eben filmen kann, sehen kann, während man filmt. Also das waren jetzt nur so ein paar grobe Informationen. Ich bin nicht so der Kamera-Freak. Ich habe mich ein bisschen informiert vorher, ein bisschen Videos angeguckt und ein bisschen vom Gefühl her entschieden. Und ich glaube, ich habe mich auch richtig entschieden. Und ich bin total gespannt und habe mega Bock, diese Kamera auszuprobieren. Ich wollte noch sagen, ich habe die Kamera bei Amazon bestellt. Und da war jetzt all das dabei, was ich gerade gezeigt habe, außer eben diese Tasche hier. Die habe ich extra bestellt. Und ich habe für die Kamera und den Akku und das Zeug, was da eben dabei war, 509 Euro bezahlt. Was teuer ist, aber sich für mich jetzt auf jeden Fall gelohnt hat. Ich wollte euch noch eben was zeigen, und zwar habe ich bei der Madame Tamtam auf ihrem Kanal gesehen, dass sie immer so ein Armband trägt, und habe dann geguckt in der Infobox, woher das ist. Und das ist so ein sogenanntes Mon Coeur Armband. Und zwar kann man bei ein Band für Bildung, genau, kann man diese Armbänder bestellen. Die sind selbst gemacht. Ich glaube, die werden in Südafrika hergestellt, ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Die kosten 10 Euro und 9 Euro von diesen 10 Euro werden an arme Kinder in Afrika und Äthiopien, glaube ich, ja, ich bin schon wieder so gut informiert, gespendet, und die können mit diesen 9 Euro halt ganz schön viel anfangen. Und ich wollte euch das mal eben zeigen, weil das sehr, sehr süß bei mir ankam. Und zwar kam das hier in diesem süßen Päckchen an. Hier steht nochmal drauf: Liebe Hannah, danke für deine Hilfe und dein Interesse am Mon Coeur und alles Liebe für dich, dein Team von Mon Coeur. Und hier ist das Armband drin. Hier ist noch so eine Karte. Hier. Liebe wächst, wenn du sie teilst. Und das kann man eben, kann man auch mehrere bestellen und dann verschenken oder so. Und ich finde, das ist echt eine coole Idee. Hier steht noch mal ein bisschen was über diese Organisation. Die verkaufen eben dieses Armband, was wie gesagt selbst gemacht ist, und Socken, was ich ganz witzig finde. So sieht das aus. Das besteht eben aus so Perlen und aus den Buchstaben Mon Coeur mit so einem Herz hier noch. Und das fühlt sich voll schön an, ist sehr, sehr zart. Und ich finde ganz ehrlich, dass es auch modisch ist und passt auch zu meiner Uhr oder was auch immer. Und ich freue mich schon, das zu tragen, weil ich das echt süß finde. Und außerdem tut man damit auch noch was Gutes. Und dann hat man auch echt ein gutes Gefühl dabei, wenn man es trägt. Ich wollte nochmal das Vegetarier-Veganer-Thema von meinem letzten Vlog aufgreifen. Und zwar habe ich was Neues entdeckt, was ich weiterempfehlen kann und möchte. Und zwar ist das von Valais. Da sind 2 Schnitzel drin. Die sind paniert. Und hier steht lecker und überraschend. Ach, das wollte ich gar nicht vorlesen. Panierter Bratling aus Milch. Und die waren ein bisschen teuer. Das ist dann der Nachteil daran. Aber ich finde, dass die wirklich ziemlich, ziemlich gut schmecken. Und ich finde auch, dass die ziemlich nach Schweinefleisch schmecken. Und wenn man nicht weiß, dass das kein Schwein ist, dann denkt man hundertprozentig, dass das ein richtiges Schnitzel ist. Also für die, die kein Fleisch mögen, vom Geschmack ist das wahrscheinlich nichts. Aber für Leute, die vielleicht ein bisschen auf Fleisch verzichten wollen, aber Fleisch prinzipiell gerne mögen, für die ist das auf jeden Fall was. Ich war jetzt gerade noch mit einem Freund von mir in der Stadt und wir haben ein paar Sachen gekauft. Ich habe ein paar Sachen bei DM und sowas gekauft. Und unter anderem diese Mütze hier von H&M für 10 Euro. Hier steht das. Und ja, ich bin dann zur Kasse und wollte bezahlen. Und meinte der Typ an der Kasse: Ja, kostet nur noch 2 Euro. Yes. Gutes Schnäppchen gemacht. Ich würde dieses Video jetzt auch hiermit beenden, weil es sonst zu lang wird. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!